Bei mir Lars Holstein, Projektleiter Wirtschaftsförderung Berchtesgadener Land. Wir haben zusammen jetzt ein Jahr lang das Projekt Smart Fund mit vielen anderen Projektpartnern gemanagt. Wie ist dein Resümee? Was ist da jetzt passiert in dem Jahr? Was haben wir gemeinsam erreicht? Ja, wir haben einerseits erstmal ein europäisches Konsortium geschaffen. Wir haben mit italienischen Partnern, mit Schweizer Partnern und mit zwei Netzwerken in der deutschen Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg und ein Netzwerk, das von mir betreut wird, das Netzwerk Satellitennavigation Berchtesgadener Land Salzburg an der bayerisch-österreichischen Grenze. Diese Partner haben wir zusammengepackt mit den Unternehmen, also mit den Kunden dieser Netzwerke. Dazu zwei Crowd-Experten, das Crowdmentor Network und deine Person und die Uli Fricke von der Funder Nation Plattform und haben unsere Unternehmen sensibilisiert für das Thema Crowd-Innovation, Crowdsourcing und Financing und haben in diesem Rahmen eine Menge Workshops in diesem Jahr durchgeführt. Gemeinsam abgehalten eigentlich. Genau. Ich denke auch sehr erfolgreich. Jetzt hatten wir letztens einen Workshop in Bozen sogar zum Thema Landwirtschaft und Drohnen und abschließend gestern beim Crowd-Dialog das Thema nochmal in, ich glaube, einem sehr vollen Workshop. Oder wie war so dein Eindruck? Das war volle Hütte, oder? Da haben eigentlich hatte ich mir noch einen Stuhl reserviert. Sehr gut, sehr gut. Wo ich dann mal sitzen wollte. Dann hatte einer der Teilnehmer besetzt, weil das Haus war voll. Standen sogar noch Leute um die Tische herum, sodass es ein sehr, anscheinend sehr interessanter Workshop war. Ja, ja. Von den Themen her, es ging um die Mobilität und innovative Geschäftsmodelle mit der Crowd. Angefangen von Innovationsthemen, Sourcing-Themen bis Finanzierungsthemen, hatten wir auch ein Beispiel dabei. Und aus meiner Sicht und das Feedback, was ich von den Teilnehmern bekommen habe, war es ein sehr interessanter Workshop. Super, vielen Dank fürs Gespräch und danke, dass wir gemeinsam den Smart Fund und das Projekt dieses Jahr abgeschlossen haben. Ja, und vor allem danke auch an das Bundeswirtschaftsministerium, weil das war ja unser Auf jeden Fall und Sponsor das Go-Cluster, genau. Ja.